Das heißt, ich töte jetzt irgendeine kleine Basis und eine Zweierbasis da oben. Und ich erhöhe nicht ganz Turret Damage. Laser Turret Damage, go. Es wirkt alles ein wenig bedrohlich gerade. aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Es war gerade ein kleiner Schock, dass das mit den Waffen nicht so viel gemacht hat. Weil das ist echt das Beste, was Dytek damals hatte. Achso, warte mal, wir können mal dich hier abreißen. Die Türme mitnehmen und damit unsere Hauptbasis besser sichern. Also, warte. Reparier die mal, dann können wir da mehr reinpacken ins Inventar. Wegen Stacks und so. Dich repariere ich nicht, das ganze Knicken. Das dauert mir zu lange. Go. Mitnehmen. Also eine kleine Basis, die ich hoffentlich einfach so überrennen kann mit ein paar Salven. Das da ist eine Einerbasis, richtig? Das ist dunkel. Ich sehe nix. So direkt drauf zulaufen. Big Biter. Nein, das ist nämlich mehr als einer. Schaffe ich niemals nicht. Bix, bitte nein. Okay, komm, klär den Schwanz ein, lauf nach Hause. Das wird so nix. Habe ich mir, dass es bedrohlich wirkt? Ich kann keine Basis töten. Die zerstören uns nach und nach die Türme. Wir haben keine Außenposten mehr. Wir hatten mal 3 oder 4. Bau Alien-Artefakte. Wenn du jeden kleinen lila Knüttel mit dir finden kannst, brauchen wir alle. So. Gut. Ah, da sind noch 3, 4, aber gut. Das sollte den Unterschied nicht mehr machen. Also das abliefern zu Hause, die hinbappen, damit sie repariert werden. Am besten oben rechts in der Ecke oder unten links. Bin eher erstmal für unten links. Lass mich durch. So, hier können wir schon fast anfangen. Naja, eher hier. So. Zack. Go. So, da unten kommt eigentlich fast keiner hin, aber ist okay. So, das ist jetzt vorerst wieder sicher. Dann gib mir mal einfach hier irgendwo die Leckkiste. Schmeiß das rein, schmeiß die Leichen rein, schmeiß die Türme rein. Weiß jetzt allerdings nicht, ob die... Ja, reparier die erst, bevor du sie irgendwo reinschmeißt. Die weg. Weg. Gut. Ihr seid fertig repariert, also könnt ihr jetzt ins System. Falls jetzt irgendwo ein Turm zerstört wird, wird er da wieder aufgebaut. Die Sachen werden alle gebaut für nochmal 5 Türme. Osten hält sich hoffentlich wacker genug. Blub. Ja, kein Turm wurde vernichtet und ganz viele lila kleine Knödelchen. Sehr schön. Die brauche ich. Und rote Engines sind auch noch nicht genug da. Kann es sein, dass ich bei den roten Engines noch keine Lederfabrik hingesetzt habe? Das sollte ich gleich testen. Oh, yes. Kommt gut was an den Dingern. Ah ja, brauche ich jetzt ja auch. Zuhauf. Wegen Fusionsreaktor und so. Also die Rüstung selber braucht ja ziemlich viele Artefakten. Und da müssten natürlich noch 2 oder sogar 3 Fusionsreaktoren rein. Damit das Ding auch genug Wumms hat. Wo laufe ich jetzt schon wieder hin? Baut die da. Da, könnte ich jetzt bauen. Ach, super.
Okay, dann brech die mal ab. Bau den. Dum, 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 dum. Seit wann braucht die Power Armor nur 10 Alien-Artefakte? Also nicht, dass ich das jetzt doof fände oder so. Das kommt mir sogar ziemlich gegen, aber es ist ein bisschen irritierend. So, das war noch ein kleiner Angriff. Genau, also Munition habe ich, Rüstung habe ich. Da. Problem ist nur, da ist jetzt nichts drin. Also ja, wir haben theoretisch hier 6 so eine Dinger. Das habe ich vergessen, ja. Es passt gar kein Fusionsreaktor da rein. Das heißt, wir müssten Solar Panels, und zwar müssten wir die alten Solar Panels haben. Das, die wir noch gar nicht erforscht haben. Genau die Solar Panels bräuchte ich jetzt, um denn die Portable Solar Panels zu machen und dann Batterien zu füllen. Die wir übrigens auch noch nicht gebaut haben. Also bau mal Batterien. Braucht definitiv die MK2 Rüstung. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach machbar ist. Guck mal, wo ist die MK2? Hier nicht Energy Shield. Da. Brauchst schon mal 450 Liter Tränke. Und das Ding zu bauen braucht Speed Modul 3. Effektivität Modul 3. Das könnte problematisch werden. Was bist du? Du bist eine Abwandlung von MK2. Ja, nee. Nee. Nee, schnell komme ich darum nicht drum rum. Also ich muss wohl erstmal eine Weile bei der MK1 bleiben. Und wirklich mit stinknormalen Solar Panels das hier aufstufen. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Genau, die Türme bitte reinsetzen. Da, setzt die Türme einfach irgendwo rein. Und Platz hier. Was? Die Laser-Shotgun hat sich verdoppelt oder habe ich sie aus den zweimal gebaut? Oh, warte, komm mal her. Die zerlegen wir. Ich fordere an. Wo war der Recycler? Da. Ich hätte gerne 10 Recycler. Gehen wir hier weg. Bau den Recycler hier irgendwo. Der brauchte Wasser oder so, ne? Nee, braucht er nicht. Okay, tu. Es geht nicht. Warum nicht? Laser Shotgun cannot be smelted. Aber die brauche ich theoretisch auch, um sie die anderen zu benutzen. Aber ich brauche nicht so viele davon. Ja, genau. Zerleg die mal, dann haben wir ein bisschen was an anderen Ressourcen. Das mit der Comet Shotgun, das war echt ärgerlich, weil die ist doch ziemlich teuer. So, die Leichen noch weg. Weg. Angriff links ist okay. Ich hoffe mal, durch die Turret, Laser Turret Damage Geschichte und die Laser Turret Speed Upgrades, dass das jetzt ein bisschen das Ganze ausgleicht. Und ich sehe immer noch keine Repair Bots, die da instant hinfliegen. Wie viel Holz haben wir? Wir haben 1500 Holz. Das sind keine Unmengen. Gehen wir kurz hier oben hin. Beschränk dich nicht mehr. Mach das mal alles. So, ruhig mehr. So. Alles Holz, was wir haben, oder ein Großteil von dem Holz, was wir haben, sind Holzplatten. Wenn wir einen schönen Puffer an Holzplatten haben, und dann würde ich ganz gerne das Ding hier abreißen, damit die Construction Bots nicht damit zu tun haben. Und baue dann irgendwo einen kleinen Replicator Park auf für Holzplatten, dann passt das. Osten werden wir angegriffen, ja. So, Laser Turret Damage wurde erhöht. Ich brauche jetzt stinknormale. Ich denke mal, die da brauche ich dann. Go. Die brauche ich dann, um die Portable Solar Panels zu bauen, um überhaupt Strom in das Ding hier reinzubekommen.
So. So, ich glaube, das war einmal eins, das Portal-Ding. Oben links wäre angegriffen. Hate. Okay. Da. Da. So, was noch? Dich. Ja, damit. Halt. Zerleg nochmal, bitte. Geht nicht. Angeschlagene Rüstung da. Ja, damit. So, kannst du weg. Obwohl, lass dich erstmal hier stehen, falls ich noch irgendwas finde, was ich gerade zerlegen muss. So, aber die Ressourcen kannst du zurückgeben. Da. Ich bin fast versucht, schon wieder alles reinzuschmeißen. Aber das wäre keine so gute Idee. Obsidian brauchen wir nicht, ja. Die brauchen wir nicht, die Lampe nicht unbedingt. Ganzen Alien-Knödel müsste ich selber weiterverarbeiten. Genau. Wie viele Tränke haben wir? Nicht sichtbar, also sehr wenige. Grrr. Aber dafür ist die Solargeschichte gleich fertig. Das heißt, ich musste nur lang genug warten, tagsüber, bis die Batterien voll sind und die Schilder einmal voll sind. Und dann müsste ich eventuell genug Schutz haben, um eine Basis anzugreifen. Ich habe nicht genug Energie und bei weitem nicht genug Regeneration von Energie, um die Schilde wieder zu regenerieren. Aber ich habe die Schilde erstmal für eine Weile. Das könnte schon fast reichen. Die müsste ich noch aufsuchen. 1, 2, 3. So. Ja, das wäre also der Plan. Dafür bräuchte ich aber dann wahrscheinlich auch schon MK2-Schilde, weil die halten fast gar nichts, die Dinger hier. Ach, so, du bist durch, das ist gut. Dann hätte ich jetzt ganz gerne weiter Laser-Turrets. Eigentlich hätte ich euch richtig gerne. Tausend lila Tränke, das kriege ich niemals nicht hin. Ich kann ja mal spaßeshalber alle lila Tränke anfordern. So. 166. Ja, plus die eigentlich nur 5, plus die 60 hier. Das ist viel zu wenig. Und ja, ich kann jetzt ein paar herstellen, aber die bräuchte ich eigentlich für andere Sachen. Viermal vier bist du. 4x4. Oh, das geht fast. Ich glaube, ich baue doch einen Portable Generator. Dann haben wir zwar nicht so viel Maximalkapazität an Schild, aber dafür wird das Schild dann durchgehend aufgeladen. Und wir müssen nicht stundenlang warten. Ja, das klingt gar nicht so schlecht. Bauen. Bauen mehr von den Eiern. So. Noch irgendwas? Die Latrinke kann ich wieder rausschmeißen. Ich habe jetzt eine kleine Übersicht. Also 300 Stück könnten wir theoretisch verforschen. Aber ne, wir bräuchten eher 1000. Also jetzt irgendwas erforschen, was keine lila Tränke braucht. Wie zum Beispiel dich. Go. Sehr gut. Okay. Ich brauche jetzt eine Pause. Was wir im Auge behalten müssen für die nächsten Folgen ist regelmäßig Shooting Speed und Damage erhöhen, damit die Schilde das aufrechterhalten können. Ich könnte versuchen, die zu automatisieren. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange wir sie nutzen. Also, ist das so eine Sache? Ja, das muss ich gucken. Strom scheint soweit okay zu sein. Trotzdem sollte ich, wenn die Kisten voll sind von den Akkufabriken und so weiter, hier unten die weiter runtersetzen. Ist das schon durch? Ja, fast. Also die zwei Blöcke da unten noch setzen. Das mit dem Holz muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich das wirklich abreißen will. Weil ja, es braucht theoretisch Zeit von den Construction Bots. Aber nur, wenn da die rote X auftauchen. Das ist nicht ganz so super duper häufig.
Also wenn ich jetzt ein paar mehr Construction Bots dazu holen würde, würde das gar nicht auffallen mit dem Wald. Und ich müsste mir keine Sorgen machen um die Holzversorgung durch Replikatoren. Weil zum einen müssten es recht viele Replikatoren sein, weil die halt nicht so schnell replizieren. Und die verbrauchen dann wieder recht viel Strom und... Also, ne, das im Auge behalten. Dann weitergehen in Richtung ordentliche Verteidigung. Zing. Bitte verdoppeln, bitte verdoppeln. Weitergehen in guter Verteidigung. Aber ich werde auch einmal testen. Weil ich habe mich vorhin nicht rangewagt an die eine Basis da. Aber jetzt mit dem Ding, das wir gleich sehen werden. Dem hier. Besit. Könnte das ja schon glatt machbar sein. Das heißt, wir bauen jetzt 1, 2, 3, 4, richtig? 5. 5 davon. Lassen ihn dann voll laufen und greifen dann einfach testweise eine Basis an. Eine möglichst kleine. Also irgendeine ein oder zwei, ja. Wieder zum Beispiel. Eventuell sterben wir dabei. Aber dann habe ich wenigstens noch ungefähr einen Eindruck davon, wie stark die Gegner wirklich sind. Und habe nicht die ganze Zeit so ein Schreckgespenst vor mir. Weil momentan habe ich echt das Gefühl, dass es bald zu Ende gehen könnte. Wenn jetzt nämlich der nächste Evolutionssprung kommt auf die... ich glaube, das müssten die Elder sein. Und die machen dann nochmal mehr Schaden und sind nochmal schneller. Dann könnten die Mauern eingerissen werden, die Türme zerstört und dann, sobald die erstmal in der Basis drin sind, können die alles so schnell zerfetzen. Und ich kann sie nur töten, indem ich mit meinen Waffen raufhalte. Dadurch geht noch mehr kaputt und sie greifen halt durchgehend fast an. Das ist nicht so gut. Was mich daran erinnert, forder bitte Sandmauern an. Mehr. Das ist dann auch nächste Folge, dass wir die ganzen restlichen Steinmauern durch Sandmauern ersetzen. Und noch mehr Liquid-Händler bauen, damit wir noch mehr Sand bekommen und noch mehr Stein und viel zu tun. Sehr, sehr viel zu tun. Bis gleich.